So, die Gedankensonde möchte ich jetzt gerne auch wieder erforschen. Das Solarium ist immer gut. Und jetzt nochmal ganz kurz zur Frage von Mirko, wo ist meine Cam? Ja, ich habe theoretisch eine Cam, die habe ich auch am Dienstag gekauft, die wollte ich auch spätestens nächste Woche in Betrieb nehmen, aber nach Kontakt mit dem Support vom Hersteller kommt gerade eine neue Cam bei mir an, die ich dann nächste Woche abholen werde, die hoffentlich dann funktioniert. Genau, mit Amazon Prime kann man einen Sub pro Monat kostenlos vergeben, wenn man den hat. Dann kann man nämlich auch das Twitch Prime sich kostenlos holen. Und es gibt verschiedene Substufen. 5 Euro ist Standard, dafür kannst du auch dein Amazon Prime nutzen. Genau. Hallihallo Jackie, freut mich, dass du dabei bist. Genau, bei den 5 Euro kommt natürlich nicht alles an. Logisch, irgendwas bleibt selbstverständlich immer bei Twitch übrig. Das bleibt auch bei den Bits so. Also auch bei den Bits kommt nicht alles beim Streamer an. Die mache ich jetzt mal komplett aus. Persönliche Rüstung sind viel geiler als schwere Laser. 33 Tage? Alter. Das muss schneller gehen. Ja, sehr klein. Komm, abfangen. Weg damit. Holen wir uns nochmal ein paar Ingenieure. Holen wir uns keine Ingenieure. Tam, tam, tam. Ja, gut. Dann müssen wir wohl 33 Tage machen. Genau. Das okay. Dann mal ciao, Faukes. Freut mich, dass du da gewesen bist. Und ja, mir hat recht. Es kommen ungefähr die Hälfte beim Streamer an. Wenn du Partnerstatus erreicht hast, der natürlich wesentlich höher ist als der Affiliate und das sind auch so viele andere Dinge drin. Ich habe letztens mal eine Statistik gesehen. Es gibt weltweit, glaube ich, 20 Millionen Streamer. Davon sind 200.000 Affiliates und 20.000 Partner. Kriegst du natürlich einen höheren Share. Ja, ursprünglich habe ich mir gedacht, ich will die Cam. Zum 1. April, also zum Jahrestag meines YouTube-Jubiläums mit reinbringen, aber dann habe ich mir gedacht, so, Twitch ist doch viel geiler. Und aktuell hast du das Geld, warum holst du dir nicht eine? Zack, gekauft, zack, defekt. Ach, kein Problem und. Zum Glück haben wir hier jemanden gerade im Chat, der sich auskennt. Das finde ich das Geniale an meinem Chat. Es kennt sich immer jemand aus. Ja, das war eine. Ich weiß nicht, von wann die Statistik war, aber die war eine offizielle Statistik, die Twitch ausgibt. Bei der Gelegenheit fällt mir gerade was ein. Ich muss mal. Na gut, ihr seht jetzt mal ganz kurz meinen Desktop. Wenn Mirko gerade da ist. Es tut mir leid, Dex. Ich muss dich auch ein bisschen vergraulen. Jetzt habe ich da ein Fenster zu viel. Doch, ich nutze die DOSBox. Da oben links sieht man das DOSBox-Boxfenster. Aber die DOSBox läuft halt auf dem Windows drauf.
kenne mich nicht aus, aber ich kenne jemanden, der sich auskennt. Ja, und ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der sich auskennt. Das reicht doch. Nee, nee. Die Enhanced Unity, Community Edition habe ich, nutze ich nicht, weil ich habe mir irgendwann mal so ein Package auf Steam geholt, wo die ganzen XCOM-Teile drin waren, also XCOM Terraform the Deep, UFO Defense, Apocalypse. Und dementsprechend starte ich es direkt aus Steam raus. Und hätte ich es mir nicht auf Steam geholt, hätte ich es mir wahrscheinlich auf GOG geholt. Und ich vermute mal, ja, hier drüben bei den Vogonen. Genau. Also dementsprechend nutze ich jetzt keine DOSBox Community Edition. Weil es einfach, ja, ich nehme das Ding, was mitgeliefert worden ist. Es reicht mir jetzt für meine Zwecke. Und gerade das XCOM 1 ist ja sowieso alt genug. Was ist das jetzt für ein Link? Das sagt nämlich gerade nichts. Achso, kein Grusel mit dem Fullscreen auf 4K-Monitoren. Ach. Das Problem ist auch, dass ich im Moment den Monitor capturen muss, weil die DOSBox nicht als Fullscreen-Window gemerkt wird. Achso, falsches Fenster. Ja gut. Hast du ein Glück, dass ich noch keinen Bot habe? Den würde ich nämlich auch erst anfangen zu basteln, wenn ich dann irgendwann mal übernächste oder übernächste Woche soweit bin. Nee, der OBS erkennt das dann nicht als Fullscreen-Applikation. Ich meine, wenn ich jetzt mal rüberschalte auf... Beziehungsweise doch, erkennt es als Fullscreen, aber... du siehst, wie das dann aussieht. Willkommen zurück, Hobbit. Und klar könnte ich das Ganze dann entsprechend wieder vergrößern und ranzoomen und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also das ist jetzt nicht unbedingt die Sache, die ich jetzt machen muss. Deswegen capture ich jetzt einfach mal einen Monitor. Das ist viel generischer für andere Spiele. Das funktioniert auch ganz gut. Okay. Der wahrscheinlich meistgenutzte Abfangjäger, den ich habe, den Abfangjäger 1. Das sieht gut aus. Und es wird gerade dunkel. Ich hasse es, wenn es gerade dunkel wird. Wir haben eine volle Besatzung. Haben wir... Jo. Dann können wir direkt mal drei Leute ausrüsten mit Rüstung. Sehr schön. Zieht euch warm an. Es geht in die Wüste. Apropos auskennen, sag mal, Sat, wie sind deine Anfängertipps für Graveyard Keeper? Ich bin schon vom Spielstand maßlos überfordert. Also im Grunde genommen, was sind die Tipps, die ich für dich habe? Es ist sehr grindlastig, ja. Du solltest, wenn der Start jetzt nicht schon ein halbes Jahr für mich her wäre, du solltest schauen, dass du aus Leichen immer das Blut und das Fett entfernst. Die machen nämlich grundsätzlich rote Skulls in weiße Skulls.
Wenn du eine Leiche hast, die du verhunzt hast, schmeiß sie entweder in den Fluss oder aber baue einen Scheiterhaufen, dann kriegst du nämlich noch Geld dafür. Das sind die beiden wichtigsten Sachen, was Leichen angeht. Du kannst dann später den Garten noch benutzen und grundsätzlich. Ja. Was gibt es da noch zu sagen? Grundsätzlich sind halt die Quests immer recht wichtig, logisch. Aber du kannst auch vorher Zeug grinden und die lila Technologiepunkte kriegst du auch, indem du Geschichten schreibst und Kapitel und sowas. Das ist, glaube ich, noch sehr wichtig. Wenn man das Spiel nicht kennt, klingt das sehr merkwürdig. Richtig, Leichen solltest du möglichst beerdigen ohne rotes Kalz. Wenn du zu viele rotes Kalz auf deinem Friedhof hast, gibt das nämlich auch wieder Probleme. Wenn du später soweit bist, kannst du auch hingehen und die Leichen, die da schon begraben sind und in schlechter Qualität sind, also dir eine Exhumierung zulegen. Die kostet ein bisschen mehr als die Leiche selber eigentlich gebracht hat, macht aber deinen Friedhof besser. Ah, wir haben wieder Schlangen. Und stirb, Schlange. Und was wollte ich noch sagen? Wenn die Leiche, also wenn dein Friedhof zu viel rotes Kalz hat, ist schlecht. Wenn du eine Leiche verbuddelt hast, dann kannst du da noch einen Grabstein und einen Grabrand drum bauen. Das ist soweit in Ordnung. Da musst du darauf achten, dass die entsprechenden Werte, die diese beiden Items bringen, eigentlich nicht höher als die Skalls sind für die Leiche, weil ansonsten wäre der Kram verschwendet. Weil genau das ist das, was du eigentlich haben willst. Diese Verschönerungspunkte, die du dadurch kriegst. Und wenn du quasi ein Item einsetzt, was einen Verschönerungspunkt von 1 bringt, auf einen roten Skull, negiert sich das. Sprich, du kriegst dafür eigentlich nichts. Die Graveyard-Bewertung bringt dir in erster Linie später eine Quest. Leichen in schlechter Qualität. Ja, wenn die Leichen zu lange rumgammeln, sind sie schlechte Qualität. Warst du noch nie in den Döner essen oder was? Also du hast später eine Quest, wo du 200 Punkte für den Graveyard zusammenkriegst, kriegen musst. Und ich glaube generell. Also ich weiß noch nicht, wie es am Ende ist. Generell musst du wahrscheinlich später ein super Graveyard haben. Ich glaube, ich bin jetzt bei einem Wert von 400 ein paar zerquetschten. Red Skull, ist das ein Spiel von Marvel? Marvel Presents Graveyard Keeper. The Undertaker. Moment, das ist ein Spiel von WWF. Oh, Noble Graveyard. Ja, ich bin auch mittlerweile Aristokrat, nachdem der Patch draußen ist, dass das Ding nicht mehr 15 Goldstücke, sondern ich glaube noch 12 Goldstücke oder sowas gekostet hat. Da wäre dann auch ein paar Stunden lang Zeug verschachert und nebenbei gezockt, damit ich endlich das werden kann. Damit ich für mein Let's Play nicht 2 Stunden einfach nur durch die Gegend laufen und Zeug verschachere. Jetzt ist mal gut hier, der Panzer ist auch schon kaputt. Ja, gut, nicht ganz, aber ausreichend geschädigt. Fürs Leben. Oder 56. Ja, komm, mach mal einen Zielschuss.
Wird schon treffen. Ach nein, ich habe nur 54. Mach mal keinen Zielschuss, mach mal zwei Schnellschüsse. Naja, war wohl nicht so. Wie viele Stunden habe ich es gespielt? Kann ich dir die Frage gleich beantworten, wenn ich das Spiel wechsle? Weil dann schaue ich sowieso in Steam rein. Ach, der hat mir eben schon gesehen. Komm, du bist dran. Nicht den Baum. Der hat dir gar nichts getan. Der arme Baum. Glas. Ja, also ich will in 20 Minuten eh rüber zu Elite Dangerous wechseln. Dann schaue ich gerne nach. Also vermutlich nach dieser Mission. Und auch bei dieser Mission habe ich ein schlechtes Gefühl. Ich habe auf jeden Fall schlechte Schützen. Irgendwas muss doch treffen. Oder habe ich jetzt mein Battletech-Glück gefunden, wo ich eine 80% Trefferchance 7-mal hintereinander versemmel? Nein, geht doch. Ah, da hinten hört die Kidmap auch auf, dann brauchen wir da gar nicht mehr lang laufen. Wirf doch mal was darüber. Ja, die Laufgeräusche sind so super. Jetzt hätte ich beinahe übersehen, dass der einen gesehen hat. Schade, getroffen ist er, aber sterben tut er nicht. Ich meine, gut, das Game, ich habe es nicht umsonst als Retro mitgetaggt. Da will jemand wieder Glas produzieren, ist auch in Ordnung. Totes Alien ist ein gutes Alien. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das müssten sie jetzt eigentlich alle gewesen sein, die hier außen rumrennen. Tja, zum Glück habe ich das nicht gesagt. Du musst doch da irgendwo hinwerfen können. Aber erzähl mal, Mirko, wie geht's dir?
Okay. Interessanter Wurf. Weit weg, aber interessant. Ich meine, gut, das war ja auch genau das, was ich wollte. Ich wollte den Wurf weit genug weg haben, dass ich da hinten was sehe. Like, share, subscribe. Sag Hallo live auf Twitch. Bleib aktuell. Folge auf Twitter, Facebook, Mastodon und anderen. Links in der Beschreibung.